Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider The Crystal of Power, ein Level von Klona. Wir sind das letzte Mal hier irgendwo stehen geblieben und hatten keine Ahnung, was wir machen müssen. Und auch jetzt wissen wir es nicht wirklich sehr gut. Allerdings habe ich mir so eine Idee gemacht, so ein Schema ausgedacht, mit dem wir das Rätsel vielleicht lösen könnten. Wir haben hier nämlich was betätigt und haben nichts gefunden, was sich erledigt hat. Und wir haben hier auch zwei Schlüsselloch hier, das heißt, hier müssen sich irgendwo Schlüssel befinden. Naja, eigentlich ist mein Plan jetzt einfach nochmal alles abzusuchen. Ich habe mir nämlich zwar groß Gedanken gemacht, allerdings nicht in-game nachgeguckt, was sich hier so erledigt sein könnte. Was rede ich denn schon wieder? Denn ich wollte ja alles non-blind machen, das heißt, hier wird nichts offline geschehen. Was ziemlich schade ist, denn das Ganze könnte doch ziemlich gemütlich werden. Ich schaue mir jetzt nochmal jede Wand an. Jedes Teil muss überprüft werden, ob hier nicht irgendetwas ist. Irgendetwas. Oder war was? Das kann natürlich eine Weile dauern. Hier vielleicht was zum Aufheben drin. Nochmal nachgucken. Allerdings ist das der einzig wahre Weg rauszufinden, ob hier irgendetwas ist. Kann man euch... Nein, euch kann man nicht verschieben. Ist da an der Wand was? Nein. So. Komme ich da durch? Nein. Gut, dann halt außenrum. Schwupp. Mach ich gerade was im Wasser? Na gut, eine Falltür. Auch die Wand hat nichts. Ich gehe jetzt einfach vor jede Wand, gucke, ob ich an ihr hochspringen kann. Gucke, ob ich an ihr etwas betätigen kann. In dem Fall hier zum Beispiel müsste ich ja... Okay, kann ich zum Beispiel hochspringen? Ist halt nichts außer dieser Wand. Und das wird jetzt so weitergehen, nehme ich an. Viele Wände habe ich allerdings nicht mehr. So, die Kiste kommt mal nach drüben. Und ich finde es natürlich cool, dass ein paar von euch geschrieben haben, was sie denken, was es sein könnte. Hier hinten hätten wir zum Beispiel mit unserem Fernglas mal kurz angezeigt, diese Leiter hier oben. Dummerweise ist hier oben ja diese Falltür und die lässt uns einfach nicht durch, egal wie hart wir dagegen springen. Das heißt, da muss noch irgendwas im Weg sein und versperrt sein. Hier haben wir ebenfalls schöne Kristalle, allerdings bringen die ja nichts. Ich weiß allerdings nicht, ob man die vielleicht kaputt machen kann. Nein. Kann aber sein, dass ich das schon mal getestet habe. Auch hier ist nichts. Und hier in der Ecke hat jemand gemeint, wow, du kannst dich da doch vielleicht in die Nische lassen. Und ich dachte mir, wow, stimmt, aber da waren Stacheln. Oh, die sind leider nicht verschwunden, als ich den Hebel betätigt habe, so wie es aussieht. Und auch die Wandseite kann man nicht benutzen. Ich bin immer noch dafür, dass ich irgendwo einen Hebel vergessen habe. Ich mag das. Das wäre sehr schön, wenn ich jetzt hier gleich einen Hebel hätte. Komm bitte. Sei doch ein Hebel. Einfach so. Einen Hebel. Ich setze mir jetzt mal ein Ultimatum. Wenn ich bei 10 Minuten Folgeaufnahme nichts gefunden habe, werde ich wirklich kurz offscreen weitersuchen. Denn ich will nicht. Ich will nicht die ganze Zeit hier in diesem Raum rumgucken und nichts finden können. Das ist leider Gottes sehr schade. Sehr schade. Ob man sich hier wirklich nirgendwo hochlassen kann. Hoch oder runter? Jetzt bin ich an zwei Wänden gewesen. Es ist natürlich super schade, dass das Ganze hier so schön aussieht, aber wir einfach nicht rausfinden, wie es weitergeht. Also wir haben diesen Knopf betätigt, diesen Hebel. Ich kann ihn ja nochmal drücken. Ich höre überhaupt nichts. Also wenn ich wenigstens hören würde, was sich verändert. Hört ihr was? Ich bekomme überhaupt nichts mit. Einfach gar nichts. Nichts. Könnte natürlich bedeuten, dass es sich um was handelt, was nicht in diesem Raum ist. Wer weiß es schon. Wir könnten es herausfinden. Gucken uns jetzt mal den Nebenraum an. Betätigen das Ding. Warte, was war das? Okay. Scheint dann als Plattform auszufahren. Ich werde mir jetzt den Nebenraum nochmal genau angucken. Und dann wieder hierher kommen. So.
Gut, und jetzt betätige ich diesen Hebel nochmal und guck, was der bewirkt. Es muss ja in dem Nebenraum sein, sonst habe ich hier einfach nichts, was sich verändert. Musste man ja hören. So, liebe Lara. Finden wir heraus, was sich verändert hat. Das ist Wahnsinn, wie ich hier rumtappe und nichts finde. Vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt davon, dass Vision of Future nicht so schwer war. Oh, okay. Das ist natürlich ein guter Hinweis. Scheint mir zu sagen, dass es im nächsten Raum wirklich weitergeht. Hätte nicht gedacht, dass so etwas offensichtlich versperrt war. Das ist natürlich sehr interessant und es ist eigentlich auch immer wichtig rauszufinden, was denn was verändert. Jetzt, da wir das schon mal rausgefunden haben, verlagern wir das komplette Rätsel hier rüber. Jetzt mache ich nur noch Sachen in diesem Raum. Ah, total steif dem Spiel folgen. Hier ist nichts. Die kann man nicht bewegen. Hier oben ist auch nichts. Das Spiel soll wieder Spaß machen. Hier hinten ist nichts. Da oben auch nicht. Meine Fresse. Kann man dich verschieben? Ja! Ich habe etwas herausgefunden. Ich hoffe doch, dass das jetzt das gesamte Spiel verändert. Dass jetzt alles gelöst ist. Sämtliche Probleme, die wir jemals in diesem Spiel hatten, sind jetzt gelöst. So, ich schieb dich mal komplett in die Ecke. Ich glaube nicht, dass du auf irgendein besonderes Feld musst. Ich glaube eher, du bist mir nur im Weg. So. Oh, das freut mich jetzt. 7 Minuten nach Aufnahmebeginn. Wir haben etwas gefunden, was uns hilft. So, jetzt kann ich nämlich hier direkt dran springen. Das könnte doch schon helfen. Zumindest mal kommen wir hier nochmal rüber. Nochmals können wir hier hochspringen und haben hier dieses nicht geöffnete Gitter. Haben wir dieses Seil. Hier unten gibt es auch keinen blinden Punkt, ne? An dem man hinspringen kann. Nein, das ist gute Arbeit gewesen mit den Stacheln. Und was ist da hinten? Komme ich da irgendwo hoch? Irgendwie rein? Sieht nicht so gut aus. Aber konnte man nicht an den Stangen sich irgendwie schräg hochhangeln? Also, man konnte doch irgendwie an diesen Dingern nicht nach vorne springen, sondern versetzt nach oben. Ihre Arme sehen übrigens sehr seltsam aus. Okay, so auf jeden Fall nicht. So auf jeden Fall auch nicht. Sieht sehr interessant. Lara, raus aus dem Skelett. Das war nicht gerade eine sehr nette Stelle, an der sie sich niedergelassen hat. Irgendwie konnte man doch an denen nach oben. Also, Moment, ich glaube, dafür benutze ich nur die Alt-Taste, oder? Na, das ging doch. Es ging. Und ich habe da oben diese Stelle, diese Kante. Und an die will ich unbedingt ran. Mist. Jetzt bin ich schon wieder hier drüben. Hier will ich doch gar nicht hin. Die Stange ist viel zu weit weg. Lässt mich eh nur gegen ein Gitter krachen. Ich bin überfordert. Ich lese mir jetzt mal kurz das Readme durch. Vielleicht erfahre ich dadurch ja ein bisschen mehr über das Spiel. Vielleicht steht da ja sogar was über die Steuerung drin. Man weiß es nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine Reise in das Land der Tastenbelegung hat mir nicht geholfen, denn es war keine vorhanden. Also muss ich irgendwas anderes in diesem Raum finden. Und ich benutze jetzt voll intuitiv diese Vase, denn es gibt nichts außer dieser Vase, mit der ich in diesem Raum interagieren kann. Also wird die wohl hier irgendwo hin müssen. Aber hier ist ja noch nicht mal eine Markierungsplatte, die sehen ja auch alle gleich aus. Weißt du? Wenn hier wenigstens irgendeine Platte anders aussehen würde, dann wüsste ich ja, wo meine hin müsste. Oh, Moment mal. Die sieht sogar anders aus. Ha! Da musste ich jetzt aber direkt drauf gucken, um das zu sehen. Das ist ja Wahnsinn. Also, gut, ab jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass das keine Kinkerlitzchen-Probleme sind. Das sind richtige Puzzles hier. Hier muss nachgedacht werden. Schade eigentlich. Das war's dann wohl mit der Freizeit. So, jetzt muss ich dich ein Stück nach vorne schieben, sonst komme ich nämlich nachher nicht mehr rum. Also mache ich das jetzt. Zack.
Boah, ganz ehrlich. Und jetzt geht wahrscheinlich irgendwas im Hauptraum auf, was wo ich überhaupt nicht erwartet hätte. Das ist Wahnsinn. Das ist Madness. Nein, das ist Kraschnack. So, hier rüber. Ich habe was gehört. Oh! Ah, sehr schön. Da drüben ist doch glatt die Falltür runtergegangen. Was bedeutet, wir können da jetzt rüberspringen und uns freuen. Wir haben was geschafft, wir sind weiter. Springen. Wir sind dem Rätsel nahe. So, hier geht's hoch. Ich glaube, ich lasse mich hier ganz, ganz genüsslich an der Seite runter, denn mit so einem Rückwärtssalto würde ich wahrscheinlich in das nächste Loch fallen. Und ehrlich gesagt, will ich nicht. So, sehr schön. Ah, fühlt sich das gut an, wenn man weiterkommt. Und, oh. Ein Hund, ich dachte schon. Was hat sich denn hier gerade? Die sind sehr. Also nicht gerade stabil zumindest. Was haben wir hier? Sieht nach Push. Pickable ab. Item. Okay, ich fange den Satz nach vorne an. Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Sieht nach einem. Nach einer toten Lara aus. Ja, ist klar, ne? Ich muss jetzt erstmal meine Gedanken sortieren. So, der Hund ist nicht stabil und das sieht nach einem Pickup-Item aus. Ja, erstmal ein Pickup, ne? Ah. Hier ist so eine Leiter, die allerdings nicht mehr zu gebrauchen ist. Ist leider kaputt. So, gehen wir mal hier rüber. Da ist noch so ein Skelett. Da ist eine Falle. Die übrigens aussehen wie. Also die Mechanik kommt von den Türen aus Tomb Raider 2. Rumpum, Ching, Rumpum. Die machen richtig viel Lärm. Und sind hier zum Glück stumm geschalten. Ja, Glück gehabt. Gehen wir mal hier hoch. Ich bin mir sicher, dass es hier oben weitergeht. Oh, ein Jump Switch. Okay, die sieht man zum Glück. In manchen Levels sind die so fies. Koloriert, die sehen einfach aus wie die Texturen der Wand, an der sie befestigt sind. Und meistens wurden gerade auch die verwendet und draufgelegt. Und dann kann man die überhaupt nicht unterscheiden. Das ist immer schrecklichst. Das mit den Texturen war jetzt natürlich ein Unterschied. Die hätte man erkennen können auf dem Boden. War da oben nicht noch was? Okay, da ist eine Falltür. Und ich denke, wir haben irgendwas im Hauptraum verändert, denn hier ist ja nicht viel Platz, wo sich was verändern kann. Und Moment mal. Damit euch das nicht passiert wie diesem Skelett, zeige ich euch jetzt nochmal, wie man diese Tür am besten überwinden sollte, indem man hier drüben springt. So. Benutzt einfach, wenn ihr so Dinger vor euch habt, die Rolle, Ende oder die Vorwärts-Rücktaste gleichzeitig. Mit denen kommt man am schnellsten durch. Und ich glaube, ich muss wieder zurück in den Hauptraum. Vielleicht hat sich aber auch hier drüben. Ja, da hat sich was geschlossen. Ich frage mich allerdings, was das jetzt bringt. Ich glaube, ich bleib mal oben. Vielleicht konnte ich dort ja jetzt draufstehen und an eine andere Position erlangen. Jetzt weiß ich natürlich, ich kann hier nach hinten springen. So, dich habe ich geschlossen. Was bringt mir das denn jetzt? Komme ich da irgendwo hoch? Von unten sah das ja jetzt nicht so viel verändernd aus, so bahnbrechend. Irgendwas muss das jetzt da Tolles erledigt haben. Hallo? Hallo? Was mache ich jetzt? Kann man dich verschieben? Oh, dich kann man tatsächlich verschieben. Mann, das Ding ist riesig. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Und dich kann man nicht verschieben? Ja gut. Dann schauen wir doch mal, auf welches Teil muss es denn? Sieht gleich aus. Sieht gleich aus. Ich bringe es jetzt erstmal auf diese Plattform hier, die wir gerade hochgelassen haben. Vielleicht reicht es ja auch schon. Und wenn nicht, dann suche ich mal weiter. Einmal nach hier drüben. Fahr mal die Fackel weg. Das Ding stört mich eigentlich immer. Und dann gucken wir, was wir hier drüben noch erreichen können. Wenn wir die Platte benutzen. So drauf mit dir. Ich hoffe, das hat jetzt bahnbrechenden Erfolg. Also es hat sich noch nicht so
viele Erfolge ausgestellt, glaube ich. Ich müsste jetzt natürlich kurz da drüben gucken, ob die Falltür sich geöffnet hat. Sieht man nicht. Das heißt, ich werde wohl noch mal rein müssen. Ich glaube, das ist langsamer als in dem Tomb Raider 2 Teilen. Oder in den ganzen anderen Teil, wo es eingebaut wurde. Hast du dich geöffnet? Nein. Okay. Also entweder bin ich nicht weit genug, oder ich darf mir sogar aussuchen, ob ich es noch nicht gelöst habe, das Rätsel. Ne? Wobei ich gerade zweimal das gleiche gesagt habe. Also entweder habe ich noch nicht die richtige Position. Was sieht denn noch anders aus? Eventuell muss ich aber auch einfach bloß woanders gucken. Und hier hat sich überhaupt nichts getan, weil ein anderer Raum... Oh, Mädel. Auch wenn es ein Junge ist. Was hast du mir hier für ein Level aufserviert? Das ist schon nicht leicht. So, hier rüber. Reicht ein einfacher Sprung? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich speichere sowieso, damit ich nicht mehr so weit muss, wenn sich drüben nichts verändert hat. Wupp. Erstmal mit Framerate-Drops springen, damit wir Lara auf den Kopf sehen können. Wer kann das denn sonst? Und ich hoffe, bitte, ich hoffe, hier hat sich etwas getan. Bitten, bitten. Die Haupttür ist natürlich zu. Ich nehme an, dass das das Levelende sein wird. Hier oben hat sich auch nichts verändert. Vielleicht haben sich aber auch die Stacheln eingezogen. Ja, das wäre schön. Das würde ich begrüßen. Liebe Stacheln? Nein. Gut, wir sind noch nicht auf dem richtigen Teil. Und ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wie ich jetzt rausfinden soll, wo das Ding hin muss. Boah. Die sahen ja doch ziemlich gleich aus, die Teils auf dem Boden. Die Fliesen, die Texturen. Die wollen mir es jetzt vermiesen. Oh, das hat sich gereimt. Dann versuche ich jetzt einfach mal eine andere Stelle zu finden. Los, Zieler. Boah, schweres Ding. Wo könnte sich denn was verändert haben? Okay, ich verschieb's mal da links hin. Das habe ich jetzt bloß nicht beachtet, weil da ja auch schon eine Säule draufsteht auf sowas. Warum mache ich es nicht symmetrisch? Warum komme ich da nicht drauf? Klingt doch eigentlich nur logisch. Also ich meine jetzt wirklich, das klingt logisch, dass ich die da drauf schieb. Bin ich wieder doof heute, ne? Ich stelle mich echt an, als ob ich noch nie Tomb Raider gespielt hätte. Drauf mit dir. So, jetzt sieht das doch schön aus. Und ich höre auch, dass sich irgendwas verändert hat. Das ist bestimmt die Falltür da drüben. Springen wir mal hier hin. Und wir sehen, dass sich etwas verändert hat. Okay, wir haben schon zwei Sachen in diesem Level heute gemacht, die uns wahnsinnig weitergebracht haben. Wir steigen auf in diesem Raum. Kommen höher. Und hier oben... was finden wir hier? Wow. Ist doch sehr dunkel. Oh! Zielen ist immer gut. Der war auch nicht so stabil. Stabil. Und... ja. Hier gibt es doch hoffentlich was zu tun. Erstmal ein bisschen Fackel anzünden. Hier ist es nämlich richtig dunkel. Dunkel ist es hier. Richtig dunkel. Ja. Vielleicht kommen wir hier hoch. Ich hoffe doch. Okay. Oh! Ah! Das... schien mir sogar sehr gut zu sein. Das mache ich jetzt gleich nochmal. Aber diesmal ohne Kopfschmerzen. So. Haha. Ich hoffe doch, das war nicht das Rätsels Lösung. Das war nämlich richtig schwer und fies. Oh, schien doch das... schien doch der richtige Weg zu sein. Wahnsinn. Das ist ja... boah. Ich muss mich natürlich noch in dem Raum unten umgucken in der nächsten Folge, denn... oh, Tageslicht. Ich will noch nicht damit fertig sein. Krass, was ist das denn für ein Baum? Sieht ein bisschen aus wie Kirschblüten. Wow, wow, wow! Wie viel Leben hat der denn mir gerade gezogen? Mit einem Einspringen. Er war natürlich ein gezielter Angriff, der hatte lange Zeit. Ich war ziemlich unaufsichtig. Und... wie viele Sterne habe ich denn, um hier einzusetzen? Gar keine. Vielleicht ist das aber auch bloß eine antike Tankanzeige, die zeigt, dass wir bald mal wieder tanken müssen. Damals gab es aber noch keine großen Tankstellen, vor allem nicht wie diese Tempel. Gut, dann suchen wir die in der nächsten Folge. Außerdem müssen wir noch herausfinden, ob wir einen Vollbenziner hier haben oder Diesel. Und hier liegt ein Kompass. Oh. Oh.
Hätte ich mir denken können, woran ist denn dieser Kerl bloß gestorben? Ich wollte leider seine Pistolen haben. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann springen wir nochmal hoch, krallen uns das Medipack und gucken uns an, wie wir ohne zu sterben weiterkommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Crash.